Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Random Booster Bingo. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute mit zweimal Farbenschock und zweimal Schaurige Herrschaft. Das ist ja das aktuell neueste Set. Hoffentlich gefällt euch das Video auch wieder. Im Hintergrund blende ich euch auch schon mal die Punkte ein. Ihr wisst es ja, sollte irgendwann mal ein Ziel erreicht sein, dann heißt es Bingo. Und ihr könnt eine Kleinigkeit gewinnen. Deswegen immer fleißig die Daumen drücken, immer fleißig verfolgen. Denn es kann jederzeit ja soweit sein, dass wir irgendein Ziel erreicht haben. Deswegen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Und hoffen, leider, zweimal das gleiche Artwork bei Schaurige Finsternis. Herrschaft, nicht Finsternis. Sorry, kleiner Versprecher. Passiert schon mal, genau. Wir hoffen, wir ziehen was Gutes. Aber auch wenn wir eine Non-Rare ziehen sollten, hilft es ja, das Bingo-Ziel abzuräumen. Aber über Puls freuen wir uns ja umso mehr. Und dann gibt es dann im nächsten Video, dann wenn wir was erreicht haben sollten, natürlich dementsprechend die Auflösung. In der letzten Folge, wenn ich mich genau erinnere, sind wir leider leer ausgegangen. Deswegen hoffen wir ja, dass wir heute etwas Schönes eventuell ziehen dürfen. Deswegen gucken wir mal. Wir haben hier Choupette, Funfy in Reverse und Duraludon in Holo. Naja, immerhin eine wundervolle Holo. Das ist auch schon mal wundervoll. Holos, ja, weiter Weg, bis wir da voll sind. Aber jede Holo hilft und wir gehen schon mal nicht leer aus. Wenn man eine Holo als Pull sehen möchte, ne? Deswegen. Aber ja, das ist nur so ein kleiner, sage ich mal, Überbrücker, bis die neuen Sachen dann rauskommen. Bald kommt ja auch schon das neue Set Ende August. Deswegen heute nochmal eine kleine Folge mit dem Bingo. Vielleicht ziehen wir ja was Gutes. Übrigens, Farmschock könntet ihr eventuell noch öfters auf meinem Kanal sehen, je nachdem, wie viel ich noch von Farmschock nochmal nachhole, weil das ja auch gerade wieder gereprintet worden ist. Da gibt es wieder in rauen Mengen Farmschock. Deswegen nicht wundern, ein bisschen Farbenschock kommt auf jeden Fall nochmal auf meinen Kanal. Habe ich auch noch nicht so viel zu geöffnet, deswegen schauen wir mal, was ich da noch bekomme. Voltoball Reverse und, ey, Zygarde Holo. Also zweimal Holo. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. So. Aber jetzt hier. Ja, einige coole Karten in dem Set drin, die wir gerne ziehen wollen. Und ja, Holo ist immer gut. Holo ist immer gut, ne? Gehen wir wenigstens nicht leer aus. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine Holo hatten seit längerem. Letztes Mal, wie gesagt, nichts gezogen. Deswegen schauen wir mal, was wir heute ziehen. Wir haben natürlich wieder viele, viele feine Trainerkarten. Genau, wir machen mal einen neuen Stapel, damit das schön sortiert ist für mich. Ist auch wieder mal leider schnell und flott vorbei, das Video. Leider bei 4 Boostern, aber ja, schauen wir mal. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Ah! Eine Reverse Rare und Froyal. Schade. Aber den Wualasu, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, habe ich noch nicht, glaube ich, als Reverse Rare. Deswegen für mich, für meine Sammlung gut. Für die, ja, für den Hit nicht so toll. Aber letzte Booster, Last Pack Magic. Wir schauen mal. Wir hoffen ja, dass wir nochmal in diesem Format irgendwann nochmal eine coole Karte ziehen können. Hat ein bisschen mein Glück, was das Format angeht, nachgelassen, so wie es aussieht. Wir schauen mal. So, Wasserenergie. Der Chimstick, das Rollo, Camillo, Hornliu, ja, auch sehr schönes Artwork, Gala Fleckmon, Baldorfisch, Elezeba, Dakuma, uralter Friedhof und ein Wellreiser. Naja, kann man leider nichts machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, einfach beim nächsten Video oder Livestream wieder einschalten. Und damit verabschiede ich mich von euch. Sage bye bye und bis zum nächsten Mal.